Moin! Die Wintermonate in Deutschland sind nicht so unsere liebste Jahreszeit. Von daher haben wir uns entschieden, unser Homeoffice für mehrere Wochen nach Fuerteventura zu verlagern. Was man auf der kleinen Vulkaninsel so alles erleben und ansehen kann, das wollen wir euch in unserem Video zeigen. Viel Spaß! Untergekommen sind wir auf der Halbinsel Jandia im Süden von Fuerteventura und zwar in dem kleinen Örtchen Moroyable. Mit den Bussen der Firma Canary Shuttle kann man vom Flughafen in so circa anderthalb Stunden in das Örtchen gefahren werden und das Ganze kostet nur ungefähr 12 Euro. Unsere kleine Wohnung haben wir über Airbnb gebucht. Sie war zwar klein, aber fein und hatte wirklich alles, was man für so ein paar Wochen Aufenthalt vor Ort braucht. Gut funktionierendes Internet ist natürlich essentiell, wenn man im Süden arbeiten möchte. Dass wir dann auch noch mehr Blick hatten, war so das Sahnehäubchen des Ganzen. Das wohl bekannteste Wahrzeichen von Moroyable ist sein Leuchtturm. Der 1996 in Betrieb genommene Leuchtturm ist der höchste von ganz Fuerteventura. 62 Meter ragt er in die Lüfte. Direkt am wunderschönen langen Sandstrand gelegen ist er auch der südlichste von ganz Fuerteventura. Der wunderschöne lange Sandstrand ist sicherlich einer der Gründe, warum Jandia gerade bei Pauschaltouristen so beliebt ist. Ein großes Hotel neben dem nächsten findet sich entlang der Strandpromenade. Man merkt schnell, dass sich die Gegend rund um die vielen Hotelanlagen doch schon sehr auf die vielen Touristen eingestellt hat. Besonders viel spanischen Flair kann man dort nicht erleben. Das sieht schon anders aus in dem Stadtkern bzw. in dem alten Kern von Moroyable. Ganz am Ende des langen Strands gelegen, findet man hier ein wenig kleinere Gastronomie und spürt ein bisschen von dem alten Flair. Wir haben uns hier gerne und oft nach Feierabend oder am Wochenende hingesetzt, eine Kleinigkeit getrunken und gegessen und das rege Treiben auf uns wirken lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mal an der ganzen Gastronomie vorbeizugehen, den Fels hinaufzulaufen und von dort die wunderschöne Aussicht zu genießen. Läuft man von dort noch weiter, dann gelangt man relativ schnell zu dem kleinen Hafen. Von dort fahren die Fähren zum Beispiel nach Gran Canaria ab. Viel mehr hat der Hafen dann allerdings auch nicht zu bieten. Geht man in Moroyable spazieren, dann stößt man immer wieder auf Willy Brandt. Er war wohl der erste Mensch, der auf Fuerteventura aus dem Homeoffice arbeitete. Nachdem er dort 1972 eine Kur machte, kam er immer wieder her. Man sagt, dass er dort die Zeit auch nutzte, um sich auf schwere politische Entscheidungen vorzubereiten. Nicht nur Willy Brandt hat hier seine eigene Statue bekommen. Auch Romanfiguren oder anderen Persönlichkeiten wurden welche gewidmet. Generell zeigt sich Moroyable recht künstlerisch. In der ganzen Stadt sieht man viele künstlerische Gebilde. In Jandia gibt es übrigens auch einen kleinen Markt. Jeden Montag und Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr kann man hier ein bisschen schlendern und schauen, ob man etwas gebrauchen kann. Wir hatten ihn schon kurz erwähnt, den wunderschönen langen Sandstrand. Mit über 20 Kilometern Länge eignet er sich perfekt für ausgiebige Strandspaziergänge. Während man entlang spaziert, sieht man verschiedene Bilder des Strandes. An manchen Stellen ist er einfach nur breit und voller weißem Sand, manchmal findet man Dünen und manchmal wird es so steinig und schmal, dass man sogar ein bisschen klettern muss. Alle paar Kilometer findet man diese Strandbars. Zwar haben alle einen anderen Namen, aber ansonsten vom Angebot und Aussehen ähneln sie sich doch schon sehr. Eigentlich ein bisschen schade, denn so ein schöner Strand würde sich doch perfekt eignen für die ein oder andere individuelle Beachbar. Zwischen dem Strand und der Promenade liegt ein ziemlich großes Naturschutzgebiet. Es ist doch schön zu sehen, dass solche Gebiete erhalten bleiben und nicht den großen Hotelbunkern zum Opfer fallen. Hier ist es erstaunlich grün, man findet viele Vögel und vor allem die witzigen Streifenhörnchen. Füttern darf man sie offiziell nicht, aber sie sind auf jeden Fall zutraulich und lassen sich gerne fotografieren.
Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen mehr von der Insel sehen. Wir mieten uns also ein Auto bei Autosoto. Das kostet 38 Euro pro Tag und man bekommt einen kleinen, aber feinen Fiat Punto. Zunächst fahren wir ganz in den Westen der Insel, um dort den Leuchtturm Jandia zu sehen. Das ist ganz in der Nähe des kleinen Örtchens Porto de la Cruz. Anfangs sind die Straßen noch sehr gut ausgebaut und asphaltiert, werden dann aber immer schottriger, sodass der Weg etwas länger dauert, da man doch an vielen Stellen vorsichtig fahren muss. Unser kleiner Fiat Punto hat uns da aber sicher und gut ans Ziel gebracht. Noch ein kleiner Tipp am Rande: Auf diesem Weg kann man abends bzw. am späten Nachmittag auch wirklich wunderschön den Sonnenuntergang anschauen. Porto de la Cruz mit seinem dazugehörigen Schrottplatz ist jetzt nicht wirklich besonders sehenswert. Schauen wir doch mal, was der Leuchtturm so zu bieten hat. Der Leuchtturm existiert bereits seit über 150 Jahren und hat uns wirklich gut gefallen. Er beherbergt ein Meeresmuseum und ist für jedermann zugänglich. Viel mehr als das kann man dort allerdings nicht machen, vor allem auch nicht schwimmen, denn die Klippen dort sind wirklich steinig und eignen sich nicht gut zum Einstieg ins Wasser. Etwas weiter nördlich haben wir bei Google Maps noch einen weiteren Leuchtturm gefunden, Faro Punto Pesebre. Dieser wirkt allerdings eher wie die kleine hässliche Stiefschwester, wenn man ehrlich ist. Daher würden wir diesen nicht unbedingt empfehlen. Unser nächster Stopp war Cofete. Hier hat man wirklich eine wunderschöne Aussicht, was bei uns auch der Grund des Anhaltens war. Es ist allerdings so windig gewesen, dass wir uns hier leider nicht allzu lange aufhalten konnten. Ganz in der Nähe findet man auch die Villa Winter oder auf Spanisch die Casa Winter. Dieses Anwesen ist umhüllt mit verschiedensten Mysterien, was leider auch eine gewisse Nazi-Vergangenheit mit sich bringt. Beweisbar oder belegbar ist das Ganze jedoch nicht. Zwischendurch begegnen einem immer mal wieder ein paar Ziegen. Für uns geht es jetzt weiter zu einem Ort, der sogar noch windiger ist. Wir gehen zum Aussichtspunkt und zwar zum Astronomical Viewpoint Sicasumbre. Nach ein paar Metern Aufstieg ist man oben angekommen. Das ist wirklich nicht besonders anstrengend. Es handelt sich dabei um einen astronomischen Aussichtspunkt, der mit seiner Ausstattung einzigartig auf den ganzen Kanaren ist. Diese interaktive Plattform ist so konzipiert, dass man die zahlreichen Erscheinungsformen des Sternenhimmels kennenlernen kann. Das ist nicht nur interessant für Touristen, sondern, und das finden wir besonders toll, auch für Schüler. Unser nächster Halt ist der kleine Ort Pajara. Zwar haben wir nur kurz angehalten und sind einmal durchgelaufen, aber es hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Einfach ein kleines, gemütliches Dörfchen, wo man ganz nett durchschlendern kann. Nur ein paar Minuten mit dem Auto entfernt liegt Ajui mit seinen dazugehörigen Höhlen. Das schauen wir uns als nächstes an. Um zu diesen Höhlen zu gelangen, muss man eine kleine Wanderung hinter sich bringen. Auch wenn das kleine Fischerdörfchen heute ziemlich ruhig ist, so war das nicht immer so. Im 15. Jahrhundert war die kleine Küstenstadt eine bedeutende Hafenstadt und aus dem Grund auch nicht ganz uninteressant für Piraten. Und diese bösen Piraten, die nutzten die dunklen Höhlen, um ihre Beute zu verstecken. Während man da so umherwandert, hat man übrigens immer mal wieder eine wunderschöne Aussicht auf die Klippen und das Meer und den blauen Himmel. Der Strand von Ajui heißt übrigens Playa de los Muertos, das heißt wörtlich Strand der Toten. Auch das liegt an der traurigen Vergangenheit der Piraterie rund um das Jahr 1550. Als nächstes geht's für uns in die ehemalige Hauptstadt Betancuria. Betancuria ist mit seinen knapp 750 Einwohnern zwar eher bevölkerungsschwach, gilt aber als historisch sehr bedeutsam. Bis 1834 war Betancuria die Hauptstadt und das Regierungszentrum der Insel. Dann wurde das Ganze von Antigua abgelöst. Seit 1860 ist dann das heutige Puerto del Rosario die Inselhauptstadt. Die Kirche Santa Maria de Betancuria ist über 600 Jahre alt und ist das Herzstück der kleinen Gemeinde. Essen waren wir übrigens im La Sombra, ein Restaurant, das anscheinend in die Bäume hineingebaut wurde. Man sitzt dort wirklich schön bei leckerem Essen.
Am nördlichen Ortsausgang befindet sich ein einstiges Franziskanerkloster. Das Convento de Buenaventura ist heute allerdings eine Ruine und nicht mehr besonders sehenswert. Als nächstes geht es für uns in den Künstlerort Lajares. Lajares ist ein kleiner, gemütlicher Ort, wo sich viele schöne Lokale finden und vor allem treffen sich dort die ganzen Surfer. Denn in der unmittelbaren Umgebung findet man drei sehr beliebte und bekannte Surfspots. Will man die Seele baumeln lassen, dann sollte man hier auf jeden Fall vorbeikommen. Denn hier herrscht eine ganz entspannte Atmosphäre, wo viel vor den Cafés gesessen wird oder eben am Strand gechillt, um zu surfen oder zuzuschauen. Als nächstes wollen wir zu dem Leuchtturm Faro de Tostón. Während wir dorthin fahren, kommen wir an vielen Kitesurfern vorbei. Dort mal zuzuschauen macht auf jeden Fall viel Spaß. Der Leuchtturm selbst ist 30 Meter hoch und wirklich richtig cool rot-weiß angestrichen. Zwar kann man ihn nicht besteigen, aber auch von unten ist der Anblick echt richtig schön. Wir fahren weiter zum Strand El Hierro. Dieser wird auch Popcornstrand genannt. Aber warum heißt er so? Hier liegen überall kleine weiße Flöckchen herum, die aus der Ferne aussehen wie Popcorn. Das Ganze ist aber kein wirkliches Popcorn, natürlich nicht, sondern es sind kleine weiße, kalkhaltige, versteinerte Algen. Diese werden im Norden der Insel ans Ufer gespült und vermischen sich dort mit Sand und Vulkangestein. Unser nächstes Ziel ist der beliebte Urlaubsort Coralejo, ganz im Norden der Insel. Uns hat Coralejo tatsächlich mit am besten gefallen bei unserem kleinen Trip über die Insel. Kommt man in den Ort rein, dann merkt man sofort, wie touristisch beliebt er ist. Hier reiht sich ein Geschäft neben dem nächsten und man findet viele Bars und Restaurants. Die Autos parken direkt hintereinander. Naja, es ist auf jeden Fall schon voll und gut besucht. Davon sollte man sich aber auf keinen Fall abschrecken lassen, denn je mehr man in die Altstadt bzw. in den Ortskern kommt, desto gemütlicher und ruhiger wird das Ganze. Eine kleine schöne Bar neben der nächsten. Durch die kleinen Gassen sieht man immer mal wieder auch das Meer blitzen. Wenn man da weiter langläuft, dann kommt man zum alten Hafen. Von hier fahren Fähren nach Lobos oder auch nach Lanzarote. Man kann sich da aber auch in dem einen oder anderen Café oder Restaurant noch die Zeit vertreiben. Neben diesen ganzen kleinen Strandabschnitten befindet sich noch ein wirklich großer Strand mit sehr beeindruckenden Dünen, wo man auch schön entlang spazieren kann. Unser letzter Stop ist der Leuchtturm Entalada. Der Leuchtturm ist mitten auf dem Berg gelegen und um dorthin zu gelangen, muss man eine wirklich sehr, sehr schmale Straße entlangfahren. Also Daumen drücken, dass nicht allzu viel Gegenverkehr kommt. Dieser Leuchtturm wurde 1950 erbaut. Vom Parkplatz sind es nur wenige Schritte bis zu der Aussichtsplattform. Von hier hat man dann einen wirklich schönen Ausblick auf die Küste. Zwar sieht der Leuchtturm etwas untypisch aus mit seinem kleinen niedrigen Turm und der Glaskuppel, aber uns hat er wirklich richtig gut gefallen und wir würden einen Besuch empfehlen. Das waren sie also, unsere Erlebnisse auf der Insel Fuerteventura. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns immer, wenn ihr ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!